Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Neutrends und News. Schneid euch an, bringt euren Sitz in die Carry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Cho'Gath. Das fantastische Biest hatte in Patch 14.14 Buffs auf dem Q und dem E bekommen und die haben zwei Fits frei geholfen. 1,5% Winrate-Zuwachs konnte er durchschnittlich laut League of Graphs verbuchen, allerdings war der Zuwachs in zum Beispiel damit eher im Bereich von 2,5-3%. Über 52% Winrate hat er damit mittlerweile in Emerald Plus und obwohl seine Pickrate etwas gestiegen ist, spielt und vor allem bannt diesen Champion immer noch niemand. Ab zum Abfalleimer der Woche. Diesmal ist es Nidalee. In Patch 14.14 hatte man die Base-Damage-Werte als auch teils AP-Werte ihres Miliform W und E geändert. Und wie immer sitzen Base-Damage-Nerfs bei High-Economy-Junglern ziemlich hart. 1,4% Winrate hat sie durchschnittlich laut League of Graphs verloren. Vor allem außerhalb von Diamond ist ihre Winrate aber so dermaßen schlecht, dass ich wirklich jedem unterhalb von Diamond eher fast schon verpflichtend empfehlen würde, das Game einfach zu dodgen, wenn einer der Teammates Nidalee pickt. Zeit für unsere Nope der Woche, nämlich Leona. Innerhalb von einem Monat hat sich ihre Bunrate teils mehr als verdreifacht und das sowas von völlig zurecht, wenn man eigentlich ehrlich ist. In Emerald Plus hat sie fast 54% Winrate und in wirklich jedem Elo-Bereich hat sie easy peasy über 52% Winrate. Kommen wir zum Broken Pick der Woche und das ist selbstverständlich Aurora. Dieser Champion ist völlig Riot-typisch, muss man ja ehrlicherweise sagen, absolut Astro-broken. Auch wenn ihre Winrate durch die ganzen Leute, die sie nun mal so gar nicht spielen können, ziemlich in den Keller gezogen wird, ist es dennoch Fakt, dass sie viel zu gut ist. Riot hat bereits massive Nerfs in Planung, bei denen man unter anderem einfach mal ihr Passiv-Movement-Speed mehr als halbiert. In Master Plus hat sie über 53% Winrate. Und der Fakt, dass es bereits ohne Ende Spieler gibt, die mit ihr in Master Plus jenseits der 60-70% Winrate haben, das sagt genug. Halten wir beim Item der Woche und dort bei Bormox. Wenn ihr euch jemals gefragt habt, hey, was war eigentlich der nutzloseste League of Legends Nerf, den man jemals gemacht hatte, dann ist die Antwort der Warmox-Nerf in Patch 14.14. Unfassbare 0,07% Winrate hatte das Item im Vergleich zum letzten Patch verloren. Die Pickrate ist minimal runtergegangen, aber auch nur, weil sich Leute nur mal von den kleinsten Nerfs abschrecken lassen. Lasst mich das ganz eindeutig sagen, das Item ist immer noch astro-broken und es ist auf allen Engaged-Supporten immer noch zu 100% das Item, das man rushen sollte und das, was die Pros auch einfach noch weiterhin rushen. Springen wir zum Fail der Woche und dort zur Top-Lane-Solo-Kill-Problematik. Die Tage gab es auf dem LoL Subreddit einen Post dazu, wie man seine Toplane jedes Mal gewinnen kann, indem man einfach Level 2 gegen den Ignite Toplaner stirbt. Der Post hatte es bis zur Frontpage geschafft und das völlig zu Recht. Denn der Guide ist wirklich kein Stück falsch, ich muss es so knallhart sagen. Durch die deutlich niedrigeren Death-Timer, die wir diese Season bekommen haben, die so nebenbei wirklich ein gigantischer Fehler waren aus meiner Sicht, ist es einfach, dass man als Ignite-Toplaner nach einem Kill gar nichts mehr rauspushen kann. Nach einem Ignite-Solo-Kill steht man dann da als Ignite-Toplaner mit 100 HP auf der Lane, der Gegner kommt rein, teleportiert, man hat einen gigantischen Slow-Push und ist jetzt einfach komplett genutzt, sage ich mal. Auch Riot ist das Ganze mittlerweile ein Dorn im Auge, daher hat Riot August sich auch erst kürzlich zu dieser Problematik geäußert. Hier einmal der Clip für euch. And the really weird part about teleport that I most dislike is the fact that if you take teleport, a defensive lane, like, you know, recovery summoner, it's not actually that, and I'll get to it, and your opponent takes ignite, an aggressive lane winning summoner, and they all in you at level 2 and kill you, they lose the lane. And to me, that feels like very, very off. Der Trick der Woche ist diesmal ein sehr nützlicher Echo-Trick, den vor allem Gegner nicht wissen. Um Echos Stunfeld des W zu aktivieren, reicht es, wenn ihr als Echo einfach mit der Ult durch das Stunfeld fliegt, obwohl ihr nicht einmal irgendwie in der Nähe des W seid. Das Schild bekommt ihr dabei auch noch on top. Was macht eigentlich Riot? Die vorläufigen Änderungen zu Patch 14.15 sind da und hier geht Riot nun massiv die momentane ADC-Meta an. Neben Nerfs für Krakenslayer, Static Shift, Lord Dominic's Regard und Mortal Reminder nerft man auch noch Fleet Footwork im Early Game. Dazu gibt es aber natürlich auch noch jede Menge weitere Champion-Buffs, Nerfs und Item-Änderungen. Alle exakten Änderungen gibt es wie immer nächsten Dienstag um 20 Uhr auf diesem Kanal. Unsere maximal 90 Sekunden langen Mini-Patch-Rundowns gibt es dazu auch noch zusätzlich auf unserem TikTok- und Insta-Kanal. Das war's damit für den Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten Trends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like
oder ein Abo. Nicht vergessen, nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.